Hallo zusammen und willkommen zurück zum Alice's Let's Play. Wir wollen jetzt gerade mal hier weiter leveln im Feld beim Windtempel. Auf dem Weg zu 64. Naja, das dürfte eigentlich nicht mehr lange dauern. Wir haben noch grob 17% zu leveln. Also sollten wir das eigentlich noch schaffen können. Vielleicht sogar schon in dieser Session. Wäre doch schön, ne? Mitspieler habe ich jetzt gerade keine mehr. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich vielleicht mal kurz in Dungeon gehen soll, weil hier gibt es wirklich absolut niemanden mehr. Ich kann ja mal kurz gucken, ob es jemanden im Trax... Okay, ich kann da nicht hin. Und da ist die Quest, aber egal. Ich guck mal, wer, ob da jemand mitmacht. In der Zwischenzeit machen wir hier schön weiter. Und ja. Ansonsten, ich habe hier im letzten Part ja schon viel erzählt über die Spiele-Neuerscheinungen, die mich mal so interessieren dieses Jahr. Natürlich, das habe ich total vergessen, ich werde mir nicht nur den 3DS-Teil von Smash Bros. Holen, sondern auch den Wii U-Teil. Sprich, es wird dann garantiert viele, viele, viele Let's Play-Folgen geben mit Randy zusammen und den anderen, in denen wir online uns gegenseitig die Fresse einschlagen. Und ich hoffe, ihr freut euch schon mal drauf. Ich werde persönlich wahrscheinlich Marv spielen, wobei ich auch im Überlegen bin, ob ich mal Lucina ausprobiere, weil prinzipiell mag ich jede neuen Fire Emblem Charaktere dort. Und Robin werde ich auf jeden Fall ausprobieren, oder Daraeen, oder wie man ihn im deutschen Raum kennt, aber ich nenne immer Robin, RCEs. Auf jeden Fall werde ich den auch ausprobieren, weil der mir so ein taktischer Char ist und eh als Taktiker klasse. Ha, clever eigentlich. Mir sowieso sehr gefällt und ja, ich den auf jeden Fall mal ausprobieren will. Ich bin gespannt, wie die Farbpaletten aussehen werden, also sprich, ob es dann auch verschiedene Haarfarben gibt und so ein Kram. Mal sehen. So, auf jeden Fall bin ich hier mal mit Grizzly. Okay. Mit Grizzly hier in Garpai. Machen wir gerade mal hier die Quest. Beziehungsweise ich level auch mal abwechselnd mal im Dungeon. Weil Feld ist ja schön und gut, aber es wird langweilig. Also machen wir mal was anderes. Weil in nächster Zeit werdet ihr sowieso zu viel Feld von mir sehen und das wird euch bestimmt langweilen. Wir haben ja auch schon viel Feld gehabt bisher. Ich bin nur froh, dass wir heute innerhalb des LPs mit Kiritos schon viel leveln konnten. Also ja, dass wir dann es auf 63 geschafft haben und jetzt sogar kurz vor 64 stehen, das ist schon eine ziemliche Leistung, finde ich. Aber auch nur dank Event. Und dann mit 65 geht es dann auch direkt weiter mit dem Hyperaktiv-Quest. Ich freue mich wie ein Schnitzel auf den Hyperaktiv. Den habe ich mir allerdings gekauft, also wenn ihr jetzt einen aufwendigen Quest erwartet, muss ich euch leider enttäuschen, den habe ich geskippt, damit ich früher was reißen kann mit dem Hyperaktiv-Skill, auch in Secret Dungeons. Und ja, seid mir nicht böse, aber ich habe das schon einmal gemacht und wenn ihr das einmal gemacht habt, dann habt ihr keine Lust bei eurem nächsten paar Chars direkt nochmal die Hyperaktiv-Quest zu machen. Die ist einfach zu lang und zu nervig. Wenn man so bedenkt, wenn man die Dungeons sowieso nebenbei macht, ist es natürlich ein Klacks, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust darauf, wenn ich mal so ehrlich sein darf. Also ja, habe ich geskippt. Ihr werdet auf jeden Fall mit 65 direkt auch den Hyperaktiv sehen können. Ich werde dann auch, sobald ich mal 65 habe, nochmal gucken, ob ich vielleicht mal ein Combo-Skill-Video mache. Wobei ich auch das Wichtige schon gezeigt habe, was man so machen kann. Hyperaktiv-Quest, Hyperaktiv-Skill wäre vielleicht nur das i-Tüpfelchen, um euch zu zeigen, wie die Synchro hier ist. Noch vielleicht was zum Schaden zu sagen oder der Optik, obwohl man eigentlich das auch schon sehr gut sehen kann in Videos, die in LWiki so rumgeistern. Also ja, muss ich wahrscheinlich nicht unbedingt hochladen, oder? Ja, dann kann es auch schon direkt losgehen mit Sachen wie Traxnest, Santilus und so Geschichten. So,
So, bei dem Boss, bei dem Mini-Boss darf man nicht unterschätzen, dass die eigentlich recht kräftige Angriffe hat, wie der da. Nicht zu unterschätzen, das Ganze, wie gesagt. Ich dachte eigentlich auch, jeder LK hätte inzwischen Armageddon-Klinge. Wegen Notiz und wegen, keine Ahnung. Weil ja, so angeblich so viel besser als Doppelhieb, wobei ich immer noch an der Meinung bin, dass Doppelhieb eigentlich ein ziemlich gutes Skill ist. Und natürlich plättet die mich jetzt ausgerechnet. Ah. Ewiges Feuer werde ich natürlich auch weiterhin innerhalb des LPs benutzen. Ich werde wahrscheinlich nur eines meiner Skills, die ich jetzt so habe, mal ersetzen mit dem Urgewalt des Feuers. Wird wahrscheinlich Flammenflügel sein, wobei ich mir da auch noch nicht sicher bin. Kann sich ja noch ändern. Ich hätte es nur gerne behalten. Also ich hätte zum Beispiel glühende Klinge, hätte ich, glühendes Schwert hätte ich behalten. Mega-Explosion, Schwert des Roten Lotus und ewiges Feuer. Lotus natürlich wegen dem Buff und ewiges Feuer, weil 300er und der ist gut, der macht gut Schaden. Dann Flammenschlag ist ein guter Feedcleaner und feuriges Schwert ist auch generell ein guter Skill. Also ja, nicht unbedingt etwas, was ich wegmachen würde. Ehrgeiz kann ich so oder so vergessen, dass ich das wegmache, weil es ein richtig geiler Buff ist gegen Bosse und gegen alles, was rumfleucht. Ja, und Flammenflügel im Moment eigentlich so ein bisschen und nicht gut, so gut nutzbar ist und nicht so zuverlässig wie die anderen Skills. Also werde ich dort den Hyperaktiv reinsetzen. Und ja. So, und ich werde wahrscheinlich dann auch für meine Thumbnails, die so jetzt mal für die Folgen, die jetzt so folgen, kommen werden, mal ein anderes Thumbnail vorbereiten, also ein Screenshot, damit ihr mal was anderes seht, außer Sander im Hintergrund bei dem Thumbnail. Werden mir auf jeden Fall was einfallen lassen, auch wird es dann vielleicht den neuen Skill Cut-In geben, also als im Thumbnail. Bei uns ist es ja leider noch nicht draußen, die ist auch ziemlich frisch in Korea erst, also wird das noch etwas brauchen, bis es bei uns mal erscheint. Ich schätze mal nächstes Jahr im ersten Quartal, wobei das auch noch die Frage ist, wie weit wir mit dem, wie sehr wir voranschreiten mit den Updates dieses Jahr. Auf jeden Fall erwarte ich noch Mastermind, ich erwarte noch, wenn ich so mal grob überlege, den zweiten Raid-Boss. Obwohl, zweiter Raid-Boss ist ja vielleicht schon ein bisschen zu viel. Und ja, das höchstens noch, also den zweiten Raid-Boss. Aber ich erwarte jetzt auf jeden Fall keine Ara-Klasse mehr. Viele Leute machen sich jetzt natürlich die Hoffnung, dass die dritte Ara-Klasse, also die Asura, dass die bei uns erscheint. Noch dieses Jahr in LZDE, aber ich glaube ganz ehrlich nicht daran und ihr solltet aufhören daran zu glauben. Weil ich habe das schon öfters beobachtet, dass die Leute sich zu sehr erhoffen, dass ein Update früher kommt als eigentlich möglich. Und dann rumgeheult haben, dass das immer noch nicht da ist. Und ja, es ist ja einfach traurig. So, hier auf jeden Fall beim Kalain, dem Stahlflügel. Flammenflügel hat direkt gefailt. Naja. Ist auch der Grund, warum ich Flammenflügel erstmal nicht wegskillen will, aber zumindest mal ersetzen mit dem Hyperaktiv und warten, bis der Skills mal nützlicher ist. Dann könnte ich ihn eventuell auch mit feuriges Schwert ersetzen damit. Und mein Kumpel hat jetzt nicht wirklich viel drauf, das merkt man, weil er direkt in die Skills reinrennt. Und er sich auch nicht wiederbelebt, scheint es keine Steine hat. Also ziehe ich das gerade mal alleine durch. Oder frage ihn mal kurz, ob er einen braucht.
Nicht einschlafen. So. Guck, wie freundlich ich bin. Ich opfer einen Wiederbelebungsstein, den ich aus meinen Feldbosswürfeln gezogen habe, ja. Seid dankbar. So. Schön warten, warten. Die Leute bewegen sich viel zu früh bei dem. So, sehr schön. Geht doch. Out, 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 out. Autsch, autsch. Warten. Die Range ist einfach gut. So, aufpassen. Na, natürlich gibt's bei mir nix. So. So kann man's auch machen, aber eigentlich sollte man das nicht unbedingt tun, aber... So kann man Schaden zumindest vermeiden. Ich habe mir irgendwie gedacht, dass er jetzt mal von links kommt. Und dann von rechts. Und er hat es nicht geblickt. Und er geht schon wieder ins Verderben. Und geht schon wieder ins Verderben. Er hat Erholungstränke. Warum benutzt er die dann nicht? Im richtigen Moment. Guck, jetzt hat er sich erstmal kloppen lassen. Ich verstehe es nicht. Guck, den lege ich allein mit meinen Feuerbällen. So, so geht's auch. Die Handschuhe brauche ich nicht, ehrlich. So. Ansonsten, Aufnahme läuft echt gut. Bin zufrieden. Und wir haben einen Quest erledigt. Und ein paar XP abgestaubt. Auch schön. Mal was anderes. Nee, sehe ich ja selber, das Feld ein bisschen, ja, fad wirkt. Ist aber auch so. Aber, ja, was soll man machen? So, wir haben jetzt ein Quest abgeschlossen. Und ich hätte gerade mal den noch abgegeben. Genau. Und, so, guck ich mal, was hier noch ist. Ach, ich habe noch Epic erst noch immer im trockenen Center. Stark. Und ich guck mal, ob hier jemand ist. Oh mein Gott. Ein Haufen Elysis. Und ein Haufen in meinem Level. Elysis Break. Zafisa, okay. So, ich hoffe natürlich, dass ich da eine hab, die einigermaßen aktiv ist. Ach, da ist sie ja schon. Gut. Und ja, nicht wundern, ich lasse tatsächlich mein Pet hungern, damit ich das mal wieder... Weil das ist eh schon ausgewachsen und das kann ich dann mit normalen Ausrüstung füttern, statt mit teurem Samen von Elsbaum und sowas. Ja. Also nicht wundern, jetzt nicht Peter anrufen oder sowas. Ich weiß schon, dass mein Pet hungert. Soll er aber auch, weil er zu dick ist. So. Di. So, morgen wird dann neben dem Elysis Let's Play werde ich dann morgen wieder mitmachen beim Mario Kart 8 Let's Play. Wir nehmen uns die letzten beiden Cups von Mario Kart 8 vor. Bin mal gespannt, wie es dann ausgeht, weil eigentlich ziemlich knapp wird am Podium.
Erster wird wahrscheinlich unser Ninyoshi werden, so wie ich das schätze. Und Randy und ich und glaube auch Jan, wir teilen uns schon fast den zweiten Platz, deshalb wird es ganz, ganz, ganz spannend, wie es denn dann aussieht, nachdem der letzte Cup geschafft wurde. Ja. So. Übrigens, ich habe es zwar schon im Let's Play mit Kirito's LP schon angedeutet, aber das Video, was ich jetzt gerade aufnehme, kommt ja da ein wenig später raus, also kann ich das gerne nochmal erwähnen. Auf Google Plus habe ich eine Umfrage gestartet, in dem ihr voten könnt, ob ihr das alte Avatar-Set, das Profilsbild, nein, das Profilbild meine ich nicht Avatar-Set, was lädt ja vom Kack. Ob ihr das alte Avatar-Bild forgot how to Deutsch? Ob ihr das alte Profilbild behalten wollt, also das, was ich jetzt zurzeit verwende, oder ob ich also das neue Profilbild, was ich euch hochgeladen habe, ob ich das jetzt in Zukunft verwenden soll. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare bei Google Plus. Ihr könnt mir natürlich das auch ins Video schreiben. Schaut euch aber davor bitte das Bild an auf Google Plus, weil dort habe ich es hochgeladen. Damit ihr einfach mal Bescheid wisst, um was es geht. So, ansonsten, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe anzukündigen. Ja, ansonsten, Elsword Death Challenge läuft weiterhin mit Kiritos LP und Mano 1231 recht aktiv ab. Wir machen uns eigentlich die Folgen regelmäßig zusammen und versuchen die zeitnah hochzuladen, was nicht immer leicht ist, weil nicht alle Zeit haben immer. Aber ja. Muss man ja rendern, muss man ja schneiden und dann muss man das auch noch hochladen. Das verbraucht alles Zeit. Zeit, die man einfach braucht für jedes einzelne Video. Dann, ja. Also, das Challenge ist mir noch irgendwas entfallen. Aura Kingdom weiß ich jetzt auch noch nicht, wann wir wieder das aufnehmen, aber wird wahrscheinlich nächstes Wochenende sein, weil morgen wird es garantiert nicht sein. Morgen werden Kiritos und LP und ich wahrscheinlich wieder leveln. Im Feld, beziehungsweise im Dungeon und wie auch immer. Und er wird dann wahrscheinlich noch Livestream machen mit Droprate und sowas. Ich allerdings werde mich dann abklinken und dann erstmal essen und duschen, weil ich dann um 20 Uhr schon mit Randy und den anderen verabredet bin zum Mario Kart 8 Let's Play. Sprich, dementsprechend wird man mich dann eh nicht sehen. Damit ihr eine Idee habt, was ich da überhaupt rede, es gab ein paar Tage lang gab es den Raid-Boss Eltrion im deutschen Elsa-Server. Aber mit Absicht, ne? Also es war ein richtiges Update. Bei einigen Leuten hat es dazu geführt, dass, wenn man gegen ihn gekämpft hat, dass der Client sich aufgehangen hat und man dann relativ schnell aus dem Spiel gekickt wurde. Und ja. Die Leute konnten dann denn überhaupt nicht nutzen. Man hat dann gemeint, es könnte eventuell serverseitig liegen, was ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht glaube. Jedenfalls hat man den dann wieder aus dem Patch rausgenommen, aus dem Spiel rausgenommen, erstmal, damit man mal sich anschauen kann, woran das Problem eigentlich liegt, um den dann später wieder reinzubringen ins Spiel. Als Wiedergutmachung, dass man nicht an dem Patch, was also nicht spielen konnte, den Raid Boss hat man dann gesagt, dass man uns das Wochenende die Möglichkeit gibt. Ich vergesse langsam, wie man spricht. Die Möglichkeit gibt, am Wochenende mehr XP und Drops abzustauben. Dazu haben die gedacht, dass man von 16 bis 18 Uhr doppelte XP und kriegt und kein Wille verbraucht und dann wiederum ab 18 Uhr man eine verbesserte Drop-Chance hat auf Items und man dann auch ja einfach mehr Drop-Chance auf Items hat. Und das ist am Samstag, also es war heute und morgen am Sonntag, dem 16. und 17. August ist das möglich.
Sprich, heute haben wir den 16. August. Wir schreiben den 16. August 2014. 22.56 Uhr. Auf der... An Bord des Traumschiff Enterprise. okay, der war schlecht. Jedenfalls, ja. Machen wir deshalb so viel, sind wir deshalb so viel am Leveln. Also braucht euch echt nicht wundern, wenn ich dann jetzt so extrem schnell level bei der nächsten Session. Wir haben es aber auch heute schon ausgenutzt. Also wenn ihr die Folgen geschaut habt mit Kiritos LP und mir, werdet ihr schon aufgefallen sein, wie schnell die XP steigen. Dementsprechend, wir haben schon die eine Gelegenheit genutzt am Samstag, dem 16. August von 16 bis 18 Uhr am Windtempel bzw. in Sander Dungeons zu leveln. Er eigentlich ein bisschen weniger als ich, weil er viel vorbereiten musste für seinen Stream. Entsprechend hoffe ich mal, dass er morgen mal ein bisschen aktiver dabei ist, damit er auch für sich selbst ein bisschen mehr leveln kann und damit auch ich nicht so viel machen muss alleine. Also ja, wird bestimmt interessant. So. Ansonsten, hier im Feld läuft es eigentlich ziemlich gut. Mapu habe ich jetzt schon effektiv ignoriert. Ich kümmere mich jetzt nur um meine Crest. Es sei denn, mein Mitspieler, die Zafisa will unbedingt den Feldboss machen, dann helfe ich mit. Wir haben, glaube ich, 90%. 91,5, sehr gut. Ja, dann dürften wir das wahrscheinlich im nächsten Video schaffen, weil in diesem Video, was schaffen wir vielleicht gerade mal das auf 93%. Was auch schon viel ist, so müsste es ja nicht. Und wenn ich Glück habe, reichen meine XP-Medaillen sogar wieder bis abends, aber ich glaube nicht, weil ich habe die, glaube ich, direkt um 16 Uhr dann aktiviert. Dann muss ich wahrscheinlich dementsprechend neue aktivieren. Hm. So. Ansonsten, die neuen Klassen habe ich mir natürlich angeschaut, also gerade Ara, Asura und die Dark Knight, beziehungsweise Crimson. Schlag mich tot, ich habe gerade vergessen, wie man den Namen... wie der Name nochmal war. Ja, Hop, Elviki, laden. So. Hallo? Firefox? Hm. Ich mag Firefox. Ist ein Fuchs. So. Und Crimson Adventure, da haben wir es ja. Klassenwechsel sieht ganz nett aus, aber ich habe mir jetzt noch nicht genau die Videos angeschaut oder irgendwie Gameplay oder irgendwas angeschaut. Ich habe jetzt einfach mehr als das Artwork habe ich im Moment nicht gesehen. Geguckt. Und ja, würde ich mich mal auch mal ein bisschen schlau machen darüber. Asura ist so eine Klasse, die ich mir auf jeden Fall mal anschauen werde, weil ich sowieso dieses ganze Fuchs-Eon-Gedös sowieso mag. Deshalb bin ich sehr gespannt drauf. Bei Ed bin ich mal auch neugierig, wobei das jetzt nicht so im Fokus liegt. Mir gefällt eigentlich bisher nur wirklich der Mastermind. Und auch nur wegen seinem taktischen Gekämpfe. Dass er nicht so... Ich mag eigentlich auch Herausforderungen bei meinen Charakteren. Also es muss jetzt nicht so ein leichter sein wie jetzt Lunatic Psyker. Der kann ruhig mal ein bisschen kompliziert sein mit den ganzen Dynamo-Konfigurationen und den verschiedenen Passivs, die bewirken, dass man, was weiß ich, längere Dauer hat von diesen Drohnen und alles. Bin gespannt. Und es wird mir bestimmt auch mehr Spaß machen, als einfach nur irgendwelche Skills rauszuschmeißen. So, auf jeden Fall, hier läuft es schon mal ganz gut und ich kümmere mich nur um meine Quest. Hab dementsprechend heute mal, seit langem mal Secret Dungeons mit meiner Blazing Heart gemacht, obwohl ich eigentlich dachte, ich würde die so schnell nicht mehr machen. Ah, Kiritas ist schuld und hat mich wieder dazu verleitet, Secret Dungeons zu machen. Und ja. Ich habe jetzt auch offiziell einen Twitch-Account, allerdings streamen werde ich jetzt so schnell ganz bestimmt nicht. Ich bleibe lieber beim Format YouTube, wenn ich erstmal ein bisschen mehr Zeit mal habe, sei es Urlaub oder irgendwelche, zum Beispiel Weihnachts, wenn mein Betrieb zum Beispiel über Weihnachten auch zu hat. Dann vielleicht mal ein Livestream, aber so das starke Bedürfnis nach einem Livestream habe ich jetzt nicht.
Vielleicht könnt ihr ja noch mal was dazu posten. Ich ehrlich gesagt brauche das nicht unbedingt. Bedeutet auch wiederum, dass wenn ich mal streame, dass dementsprechend sowas eher seltener kommt. Also vielleicht mal einmal am Wochenende würde auch schon helfen, glaube ich. Aber so häufig, wie gesagt, nicht. So, kann ich auch gleich diesen Part wieder beenden, weil dann haben wir ja auch schon wieder ein paar Prozent gemacht und wieder mehr als 15 Minuten totgeschlagen. Wie gesagt, das sind sehr viele Folgen, die ich jetzt beim Alice's Let's Play mache, weil ich die jetzt besonders leveln will. Ich habe auch erst überlegt, ob ich vielleicht das ARA-Let's Play erstmal vorwärts treibe, aber da DJ Bastiani nicht unbedingt Zeit hat an diesem Wochenende, habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt die Alice's. Und dann hat sich das ganz gut getroffen mit Kiritos und alles. Und dann habe ich gesagt, jo, dann leveln wir zusammen. Trifft sich ja, weil wir wollen beide leveln, beide im gleichen Bereich und beide im gleichen Feld. Also macht das ja nur Sinn. So. Gut. Auf jeden Fall habe ich viel zu viel Equip. Ich habe immer noch keine Abnehmer gefunden für meine ganzen Boss-Drops, die ich jetzt im Laufe des Let's Plays gesammelt habe. Ich habe eigentlich erhofft, dass sich jemand mal meldet und die eventuell kaufen will. Ich werde sie jetzt einfach mal dem NPC schenken, sprich verkaufen, weil wenn die keiner will, dann brauche ich sie auch nicht länger in meinem Inventar behalten und habe dann mehr Platz für solche Ausrüstungsgegenstände, die ich dann um mein Pet verfüttern kann. Klar, das Pet hat auch ein eigenes Inventar, aber ich hoffe eigentlich immer und ich warte immer eigentlich auf Leute, die gerne die Boss-Drops haben wollen oder einfach brauchen. Eventuell mache ich auch so eine Verschenkaktion. Das wird sich noch zeigen. Ja. Also eine Verschenkaktion würde mir eigentlich auch mal Freude machen. Jetzt hat mich das eine erwischt und dann komischerweise das andere auch. So, jetzt gucke ich mal nach meinem Pet. Oh, hat überhaupt keine Sättigung mehr. Dann tun wir das gerade mal versorgen mit Futter. Und schon frisst es mir den Dach über den Kopf. Hier. So, ich würde auch da mal spontan den Part beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir dann Level 64 werden. Natürlich große Worte von mir, aber ich gehe mal bei 4% stark davon aus, dass wir im nächsten Part 64 werden. Und ja, wir hoffen uns, ich hoffe, ich sehe euch dann wieder und bis dann. Ciao.